Der namenlose Held will gemeinsam mit Kapitän Slane zur Insel der Diebe segeln, um von dort den Blutopferdolch zu holen. Wo ist denn meine gute Patty? Hier oben. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. Das war doof. Zurück. Ich habe nämlich hier eine andere neue Gesprächsoption. Die beiden Schiffe sind versorgt. Gut gemacht, kleiner Held. Du machst dich. Ah, danke. Slane will mich auf der Insel der Diebe treffen. Insel der Diebe? Kenne ich. Zumindest weiß ich, wo sie ist. Aber über die Insel selbst weiß ich so gut wie gar nichts. Kann spannend werden. Neues Reiseziel verfügbar. Insel der Diebe. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. Was ist die Insel der Diebe? Das hier? Ah, okay. Oh, das war eine der Inseln, die ich für die Sturminsel oder die Insel, nein, die Schatzinsel oder so gehalten habe. Wir gehen auf dieser Karte langsam die Inseln aus, zu denen ich noch muss, weil das hier, das ist ja Faranga, glaube ich. Da kann ich ja nicht hin. Wieso sieht Faranga eigentlich genauso angeröstet aus wie Lost Realm? Faranga ist doch eigentlich geschützt vom gefangenen Feuertitan. Na mal sehen, es geht zur Insel der Diebe an der Ostküste oder vielmehr östlich von Antigua. Eine kleine verträumte und von den Menschen gänzlich unbewohnte Insel. Aha, interessant. Und da verlässt die Black Betty den Hafen von Antigua. Mal sehen, wenn ich wieder hier bin oder wann ich wieder hier bin. Mit einer Ladung voller Rum für Spencer. Und ja, ich sehe im Hintergrund eine Landmasse, die es da eigentlich gar nicht geben dürfte, laut Karte. So, du verlässt Antigua, du erreichst Insel der Diebe. Insel der Diebe gefunden. Ein kleiner Questerfolg. Es ist dunkel, das macht's nicht besser, glaube ich. Und natürlich gibt es hier keinen Hafen, weil es ja keine Menschen gibt. Patty. Das ist die Insel der Diebe. Ah, hübsch. Slanes Schiff liegt da drüben vor Anker. Ich nehme an, er ist schon auf der Insel. Gut. Ich rudere hinüber. Sei brav. Ich bin bald wieder da. Ach, hau schon ab. Ah, schön. Venturo? Komm mit. Wird gemacht. Der Venturo kommt mit. Dann kann es ja gar nicht so schlimm werden. Ich habe auch genug Munition. Und ein Ruderboot. Und es ist wie allein zur Insel rudern. Och nö, ich wollte gerade sagen, und es ist funktionstüchtig. Ich wollte gerade Venturo rudern lassen. Ja, heißt das, ich bin da jetzt ganz alleine ohne Begleitung? Das finde ich aber Misstrauen erweckend. Die Reise zur Insel der Diebe. Venturo ist nicht da. Da ist Slane. Na, ich speichere mal. Na dann. So, mein Freund. Da sind wir. Nette Gegend. Ja, eine niedliche kleine Insel am Rande der Zivilisation. Gibt's hier keine Menschen? Höchstens ein paar Gnome. Ansonsten ist die Insel meines Wissens nach gänzlich unbewohnt. Gnome, das lässt mich glauben, dass ich hier das eine legendäre Teil für die Sammlung finde. Da war irgendwas noch offen, was mit Gnomen zu tun hatte. Gnome? Ja. Irgendwo im Norden habe ich mal eine Handvoll von ihnen gesehen. Ich glaube nicht, dass sie sich bis hierher vorwagen würden. Die kleinen Biester sind sehr schreckhaft und diese Gegend hier ist ziemlich gefährlich. Die Gnome, die ich kenne, waren alles andere als schreckhaft. So? Ich kenne sie nur als feige Diebe, die beim ersten Kanonenschlag die Flucht ergreifen. Aber ich glaube, wir haben Besseres zu tun, als über Gnome zu diskutieren. Bist du schon oft hier gewesen? Selten. Nur wenn ich etwas in mein Versteck bringen wollte. Hast du keine Angst, dass jemand deinen Schatz hebt? Wenn das Versteck gut genug ist, findet es auch niemand. Dumm ist nur derjenige, der es jemand anderem verrät. Du verrätst mir doch gerade dein Versteck. Ja, aber wir sind hier und nicht auf Antigua. Das ist ein großer Unterschied.
Wenn wir erstmal da waren, ist es kein Versteck mehr und ich werde mir einfach ein neues suchen. Ob Mara ahnt, was wir vorhaben? Wer weiß das schon. Wir sollten uns besser beeilen, bevor sie uns entdeckt und uns ihrer Monster auf den Hals setzt. Okay, kommen wir zur Sache. Ja, lass uns keine Zeit verschwenden. Wo ist dein Versteck? Wir müssen ein bisschen dem Strand hier folgen und dann weiter ins Inland gehen. Ich gehe vor und du folgst mir. Doch vorher solltest du deine Ausrüstung kontrollieren. Die Biester auf dieser Insel sind gefährlich. Die Schatzhöhle. Na gut, was soll ich machen? Ich habe ja alles bei mir, was ich brauche. Bis auf Venturo. Ich bin bereit. Lass uns gehen. Am besten, du ziehst gleich deine Waffe. Und los geht's. Den Strand entlang habe ich eigentlich eine Karte. Du besitzt keine Karte dieser Region. Das stimmt. Na dann, wo ist er eigentlich hin? Da ist er. Bleib schön an meinem Heck. Ach, dein Heck interessiert mich nicht. Da ist eine Riesenkrabbe. Ach, ich bekomme Ruhm, wenn er einen Sandteufel erlegt. Das ist schön. Zwei Leuchtkugeln für mich. Komm, Dicke. Dich nehme ich auch aufs Korn. Das stimmt. Auge und Muschel. Folge mir einfach. Die Dunkelheit ist natürlich jetzt sehr wenig optimal. Ich glaube, ich werde die Kämpfe aufs Minimum beschränken, Muschel. Bleib schön an meinem Heck. Hier führt der Weg hinauf ins Inland. Gut, dann geh weiter. Bleib dicht hinter mir. Den Weg hinauf. Neue Queste. Guck mal, was haben wir denn da? Oh, das war ich. Ja, das hätte ich dir vorher sagen können. Das hätte ich dir vorher sagen können. Ja, 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 oh Angeber. Folge mir. Vielleicht soll ich doch mal eine Fackel nehmen. Es ist echt super dunkel. Folge mir einfach. Ich sehe schon wenig. Ich glaube, im Video sieht man kaum noch was. Aber jetzt geht's vielleicht ein bisschen. Man sieht vor allen Dingen Slaines Heck. Wir müssen nur noch ein Stück diesem Weg folgen. Die Höhle befindet sich am Ende des Weges. Komm mit. Die Höhle ist nicht mehr weit. Neue Queste. Na, guck mal, was haben wir denn da? Oh ja, mach den mal platt. Ja, ja. Ach komm, Slane. Das schaffst du doch. Bist doch so schlau angeblich. Oh, der schafft das wirklich. Drei Termiten. Nee, der Termitenkrieger ist noch aktiv. Auf wen halte ich jetzt? Hey, 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 aber nicht zu mir. Ja, ich habe dir mal ein bisschen geholfen. Notgedrungen. Ich finde eine Sichel und eine Säuredrüse und eine Sichel und noch irgendwas. Hier ist noch eine, noch eine Sichel. Ach komm, die Würgerranke wurde auch eingepackt. Auch wenn man es gerade nicht gesehen hat, aber da war eine. Bleib schön an meinem Heck. Ja, ja, ja. Der Tanz beginnt. Gegen wen? Oder was? Noch mehr Termiten. Ach, das. Hey, 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 Moment. Großer Fehler, Freund. Wo gibt's die nächste Säuredrüse? Hier. Wenn du ihn nicht gewinnen kannst. Sichel, Säuredrüse und noch eine Sichel. Da ist eine Höhle. Folge mir. Ja. Siehst du? Hier ist der Eingang zur Höhle. Dort drinnen ist der Blutopferdolch. Das ist dein Versteck? Das sieht mir viel zu offensichtlich aus. Unsinn. Hier kommt doch nie jemand vorbei. In der Höhle steht eine Truhe. Darin wirst du den Blutopferdolch finden. Was ist mit dir? Kommst du nicht mit? Ich bleibe hier draußen und werde den Rückzug sichern. Beeil dich. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Welchen Rückzug willst du sichern? Hier ist doch angeblich nie jemand. Du versteckst dich in Widersprüche, mein Lieber. Goldclay, Proviant. Sagst du noch was? Wo
Worauf wartest du noch? Geh und hol den Dolch. Warum machst du das nicht? Das ist dein Versteck. Ich kann genauso gut den Rückzug sichern. Irgendwie finde ich das sehr seltsam. Aber ich habe ja gar keine andere Wahl. Die Story verlangt von mir, dass ich das jetzt hier mache und dann mache ich es auch. Aber ich traue eben nicht. Die Schatzhöhle. Questerfolg, Schatzhöhle gefunden. Schatzhöhle. Man sieht vom Eingang aus schon die Kiste. Das kann doch kein Versteck sein. Wenn ich daran denke, wie Garcias Schatz versteckt war. Das war ja eine ganz andere Hausnummer und der hier ist angeblich schlauer als Garcia. Das kann doch nur eine Falle sein. Wahrscheinlich irgend so eine Explosionstruhe oder so wie bei Sword Coast Legends, so eine Mimik. Machst du auf und dann kommt so ein Maul raus und schlabbert dich ab. Proviant, Blutwurzel. Da geht's noch weiter, oder? Na, laut aber keiner. Na komm. Ach, ich speichere nochmal. So. Oh oh. Och nö. Lass mich raten. Der Dolch ist nicht da. Da hast du verdammt nochmal recht. Dafür habe ich ein kleines Geschenk für dich. Von Mara. Slade, dieses Schwein hat mich reingelegt. Ich muss einen Weg hier rausfinden. Ja, das war ja mit Ansage. Ach, kleiner Held. Ja, war ja irgendwie klar. Aber ich konnte es ja nicht anders machen. Nichts zu holen. Och, da ist nicht mal irgendwas drin? Oh Mann. Ach, jetzt geht auch noch die Fackel aus. Huh. Und kein Venturo da. Was ist, wenn ich jetzt eine Grabspinne treffe? Auweia, auweia. Ich lande bestimmt bei den Gnomen. Muss dann um Asyl bitten. Wobei, warum eigentlich? Einfach zurück zum Schiff und dann gebe ich ihm eine Breitseite. Ach, komm schon. Dunkeldürrer. Oh, und Karl, ich nehme doch lieber eine Fackel. Die kleine, schrumpelige Diebeshand. Die macht nicht genug Licht. Ah, bitte keine Grabspinne. Dunkeldürre sind okay. Aber keine Grabspinne, bitte. Och, Mensch. Und weg. Fall noch schön auf meine Fackel drauf, genau. Oh, und Kralle. Ach hier, Erz. Komm, so viel Zeit muss sein. Fünf Goldbrocken, ob Slane wohl weiß, dass die Höhle noch einen zweiten Ausgang hat. Sie muss ja noch einen zweiten Ausgang haben, sonst wäre ja jetzt hier irgendwie das Spiel zu Ende. Ach, da liegt was. Das könnte einer der beiden letzten Hinweise sein, die ich noch vermisse. Der Meisterdieb. Das lese ich gern. Er zückte seine Schnupftabakdose, nahm eine kräftige Prise und ging mit gelassenen Schritten über den Marktplatz. An diesem Nachmittag entleerte er die fettesten Geldbeutel der feinen Herrschaften von Caldera. Hätte er gewusst, dass es sein letzter Tag als freier Mann sein würde, hätte er seine Habe vorher vor den gierigen Händlern versteckt. Die Schnupftabakdose habe ich bereits. Ach schade, das ist kein Hinweis, der mir noch fehlt. Also schon, aber mir fehlen ja noch zwei Hinweise auf zwei Sammlungsobjekte, die ich noch gar nicht kenne. Schwertrohlinge, drei an der Zahl. Eins, zwei, drei. Ja, immerhin gibt es ja was zu plündern. Pokupilz. Hier kann ich sogar schlafen. Eine verschlossene Kiste. Und zack, zack. Ein Schurkenring. Brauche ich nicht. Rum
Geistessenz und Muschel. Jetzt habe ich hier noch einen Ring. Die Frage ist, was das für einer ist. Ach so, das mache ich anders. Genau. Ach, wie geht das zurück? So. Normalerweise habe ich ja jetzt das Problem, dass wenn ich dieses Ding aufnehme, dass ich dann nicht weiß, was es ist. Und dann in meinem Inventar mit Vorher-Nachher-Vergleich herausfinden muss, was das für ein Ring war. Oder für einen Trank. Aber ich kann ja Geheimagent Affe rausschicken. Von dem ich übrigens zwei habe. Hihi. Und der mobst sich hier. Ach, Trank und Ring. Und jetzt müsste ich sehen, was es ist. Funkelnder Goldring und Trank der Klingen. Ja. Das brauche ich nicht. Mehr ist hier nicht, glaube ich. Eine Blutwurzel. Oh, da kann ich durchgucken. Sehe ich da schon die Grabspinne, die auf mich lauert, unweigerlich? Oh, ist das tief, auweia. Vielleicht sollte ich mal schlafen, damit es heller wird. Das mache ich mal. Es ist ja tief in der Nacht und der kleine Held muss mal überlegen, wie er hier wieder rauskommt aus diesem Schlamassel. Und am nächsten Morgen sieht die Welt nicht besser aus, aber es ist heller, zumindest draußen. Also, kleiner Held, wir werden jetzt mal den Ausweg suchen. Aber erstmal letzter Check mit der Diebeshand. Ah. Die sieht nichts mehr. Fackel. Dann da vorne, rechts um die Ecke. Augen auf, wegen Erzadern und Grabspinnen. Termiten, das geht noch. Weg. Fackel. Und Sichel. Noch was? Oh, das ist groß. Komm. Weg. Ein kritischer Treffer wäre jetzt absolut mega toll gewesen. Kleiner Held. Ich habe noch diese Kampftrommeln im Ohr. Aber. Ah, doch, hier. Da. Nicht gut. Bleib stehen. Ja, 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 bedrohe mich. Imponiere mir. Danke. Immer noch Kampftrommeln? Nee. Was ist denn das da hinten? Das ist eine Fluchpuppe oder irgend sowas. Sieht so rötlich wabernd aus. Termitenkrieger, Säuredrüse und Sichel. Und das Ganze zweimal und noch die Sichel von der Termite. So. Ach, Fackel aus. Aber ich habe ja genug. Termiten, was habt ihr hier bewacht und versteckt? Gar nichts. Ah, hier. Hier gibt es einen Schwertdorn. Ich kann es leider nicht zeigen, wo es ist, weil ich keine Karte habe. Auf der Insel der Diebe, in der Höhle, in der man eingesperrt wird, gibt es dann einen Schwertdorn. Und eine Fluchpuppe, wusste ich's doch. Und einen Piratendolch und einen Grog. Der Piratendolch ist übrigens ein Krummdolch. Hier ist noch eine Blutwurzel. Und die Höhle ist eine Sackgasse. Check mit der Diebeshand. Sehe ich noch irgendwas? Nö. Fackel? Fackel? Ich habe doch die Fackel gerade fallen lassen. Ach, die ist weggekullert. Oh. Ist das hier so abschüssig? Das sieht gar nicht so aus. Aber egal, es geht links rum. Dem Ausgang entgegen. Hoffentlich keine Grabspinne. Das sieht aus und hört sich fast an, als ging es hier raus, oder? Was war das? Ich habe was gehört. Kleiner Held, vielleicht sollten wir beide mal wieder speichern. Das ist bestimmt nicht verkehrt. Ich mache das mal lieber. Und ich mache auch mal lieber Schluss, damit das Video nicht zu lang wird. Und weiter hier, gestrandet auf der Insel der Diebe, geht's dann im nächsten Teil. Bis dahin!